Sie dürfen nie vergessen, woher wir kamen, aus welchem Desaster eines Zeitlaufes wir hineinsprangen in die neue Wirklichkeit. Als wir anfingen, Juniorengruppen zu formieren, stand eine Generation vor einer Aufgabe, die für sie völlig neu war. Wir waren eine Generation, die in einem Land lebte, das den Krieg verloren hatte, das nachher erkennen musste, einem sehr schlimmen Regime gedient zu haben. Und wir brauchten Orientierung. Und hier waren es die Handelskammern, Industrie- und Handelskammern, die die jungen Angestellten oder die Söhne von Unternehmern bewegten, sich mit der Frage zu befassen, wie soll denn die gemeinsame Zukunft aussehen? Wie wollen wir in Zukunft leben? Insofern ist diese Kombination Handelskammern, Industrie- und Handelskammer, DIHT und Wirtschaftsjunioren, das ist das beste Bündnis, was es im Rahmen der Wirtschaft in diesem Lande überhaupt gibt. Wir mussten uns davon überzeugen, dass eine Wettbewerbswirtschaft besser ist als eine Befehlswirtschaft. Wir mussten lernen, dass die eigenen Gedanken und Ideen wichtig sind und nicht einfach Ideen von anderen übernommen werden mussten. Und so haben wir versucht, eine Wirtschaftsform zu entwickeln in unseren Kreisen, die dieser Wunschvorstellung, wie wir sie im Westen vorfanden, entsprach. Ich kann nur eines sagen. Die beste Idee, die es in Deutschland nach dem Krieg gegeben hat, waren die Wirtschaftsjunioren Deutschlands. Die bundesweite Zusammenarbeit war viele, viele Jahre ein Streitpunkt. Und das war auch zu verstehen. Denn die jungen Menschen in den Kreisen wollten nicht mehr eine vorgegebene Meinung von oben empfangen. Sie wollten nicht, dass andere zu bestimmen hatten, was sie taten. Deshalb waren sie zunächst alle fixiert auf die Erhaltung des kleinen Kreises. Gerade der jungen Unternehmer, der jungen führenden Kräfte in der Wirtschaft. Diese Vernetzung mit den anderen und möglichst weltweit war für Deutschland auch politisch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und als wir sie erreicht hatten, da funktionierte auch alles von heute auf morgen reibungslos. Und ich muss sagen, wir haben dabei die große Unterstützung auch der deutschen Politiker, wie den Wirtschaftsminister Erhard oder den Sozialdemokraten Eulenhauer und anderen gefunden, die alle bestrebt waren, die Vernetzung, die internationale Vernetzung durch die Junioren wirksam werden zu lassen, weil dies eine Voraussetzung war, unser Ansehen im Ausland auch wieder auf eine Basis zu stellen, mit der wir alle zufrieden sein konnten. Als alles fix und fertig in der Organisation war, mit den von mir zitierten Bundesbeauftragten der Vororte, kam der Augenblick der Wahl des ersten offiziellen Präsidenten. Ja. Und da musste ich dafür bezahlen, was ich alles vorher angerichtet hatte und wurde nur Stellvertreter und Krüger wurde Nummer 1 als Präsident. Das gehört dazu zum Geschäft.